und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam einen graue Gans-Anhänger. Du kannst ihn für die Kette verwenden, für dein Armband, für dein Fußkettchen, wofür auch immer du es verwenden möchtest. Als erstes forme ich mit euch den Körper und dafür verwende ich Zernit Sahara. So trocken war es dann aber gar nicht und ich habe es dann in kleine Stückchen zerteilt, ein großes für den Körper, ein mittleres für den Flügel, den man vorne sieht, und ein ganz kleines Stück für den kleinen Flügel. Im Moment hat es noch die Form von meinem Meerschweinchen. Ich taste mich immer ganz gerne an die Größe heran, das heißt, ich habe zuerst ein Kügelchen geformt, habe dann gemerkt, okay, es könnte ein bisschen größer sein, habe noch ein weiteres Stück hinzugezogen und das dann gerollt. Dieses Stück rollst du jetzt länglich und eine Seite sollte ein bisschen breiter sein und es sollte am anderen Ende einfach dünner werden, so etwa wie ein Kegel. Ja, und dann kann das eigentlich schon flach gerollt werden. Wenn du möchtest, kannst du auf einer Seite bereits flach zuschneiden, damit du immer weißt, wo die Unterseite ist. Und vorne beim Kopf schneiden wir auch einmal gerade durch. So, wir beginnen eigentlich jetzt schon mit dem großen Flügel. Grundsätzlich sollte es so in die Richtung eines Dreiecks gehen. Du kannst dir dein Cuttermesser zur Hilfe nehmen und etwas zuschneiden, damit es nicht so unförmig aussieht. Wir werden den Flügel abfallend zuschneiden, damit du später keine Probleme hast beim Verblenden. Genau das meine ich mit abfallend. Und dann drücke ich jetzt einfach auf den Körper, schnappe mir ein Dotting-Tool und verstreiche. Weiter geht's mit dem kleinen Flügel. Ich schnappe mir hier den Ausstecher, so geht's leichter, so habe ich eine kleinere Form. Es wird auch wieder ein Dreieck geformt. Ihr seht hier, mache ich mir oben eine Rundung mit dem Ausstecher. Verwende Fimo Liquid, damit der Flügel besser hält. Das ist übrigens die Rückseite des Körpers. Und platziere ihn. Nachdem der Flügel so dünn ist, benötigen wir hier keine weiteren Schritte und wir drehen einfach den Vogel wieder um. Aus Orange formen wir uns ein kleines abgeflachtes Dreieck, das heißt die Ränder sind eigentlich nicht so spitz, und platzieren es am Körper. Ich schneide hier einfach daneben ab und drücke den Schnabel an den Körper. Nicht vergessen, den Schnabel unten auch zu begradigen, damit alles auf gleicher Linie ist. Hinten bei den Beinen benötigen wir auch eine gerade Fläche, das heißt, wir schneiden hier auch einmal durch. Schnapp dir dann eine kleine Menge Orange, forme einen dünnen Strang, drücke links und rechts einmal das Ganze flach und schneide es in der Mitte durch. Voila, fertig sind deine Beinchen. Du kannst hinten auch nochmal abschneiden bei den Beinchen, wenn du möchtest, du kannst es aber auch lassen. Ich habe hier noch einmal durchgeschnitten. So, und dann platzieren wir die Beinchen auch schon am Vogel. Hier kannst du dir wieder ein Dotting-Tool holen oder mit einem Zahnstocher funktioniert das auch. Oder wie hier mit einem etwas flachen Werkzeug. Geht eigentlich alles. Hier die Variante für die Zahnärzte unter uns. Für das Auge mache ich mir eine kleine Mulde und das Ganze mache ich mit einem Dotting-Tool. Dann ein wenig Fimo Liquid in die Mulde füllen und das kleine Kügelchen aus schwarzem Fimo darin platzieren. Manchmal verwende ich zum Formen auch mein Cuttermesser. Hier biege ich vorne den Schnabel noch ein wenig zurecht und schneide den Rest weg. So, und jetzt kann er eigentlich dann auch schon in den Ofen und wir lackieren ihn mit Fimo Klarlack. Lassen ihn trocknen, machen ein kleines Loch für unsere Öse, beziehungsweise habe ich das Loch vorher schon gemacht und jetzt öffnen wir es nochmal, weil es mit Klarlack verstopft war. Jetzt fehlt nur noch der Biegering. Biegering rein und schon ist dein Charme fertig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen.
und bis zum nächsten Mal. Ciao!